Verdammt. Was ist denn da hinten? Ist das Rüstung? Das Grüne? Ach nee, ist ein Geländer. Oh, verdammt. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ärgert mich. Das ärgert mich jetzt echt ein bisschen. Verdammt. Kommen wir hier irgendwie dahin? Oh, das ärgert mich tierisch. Vor allem, wie schnell wir jetzt wieder zurück waren, ne? Komisch. Hä? Jetzt sind wir wieder schon hier? Ja, aber sonst kommt man irgendwie da oben auch nicht rauf. Ich probiere trotzdem nochmal eben kurz mein Glück. Ich weiß, ihr werdet mich so hassen dafür. Ihr werdet mich so... Uah, nein. Achso, im Übrigen, hier gibt es auch eine Terminator-Sterbeszene, ne? Wollte ich euch... Soll ich euch die mal eben zeigen? Ich zeige euch die mal. Ich glaube, das ist die, ne? Oder? Ja. Ich wollte euch die mal zeigen. Ist auch übrigens ein Easter Egg. Ist auch eine Terminator 2 Sterbeszene. Alter. So, ich bin weg. Tschüss. Ja, mach's gut, Daria. Bye, bye. Viel Spaß bei dem, was du tust. So. Alter Schwede. Oh mein Gott. Das war quasi die Terminator 2 Gedächtnisszene. Hasta la vista, baby. So. Okay, er hat hier gespeichert. Sehr schön. Okay. Ah, wisst ihr was? Die Puppe ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt zurück. Warte mal. Bin ich jetzt richtig? Ja, ich muss jetzt zurückgehen. Genau. Dann haben wir halt die Puppe nicht gesammelt. Meine Güte. Weil ich kann das ja auch nicht so lange... So lange jetzt hier machen. Im Let's Play kann man das ja nicht machen. Privat kann man das machen, da kannst du stundenlang suchen. Aber jetzt hier möchte ich das nicht euch... I'll be back. Möchte ich euch nicht auf die Folter spannen, jetzt hier so lange, ne? Auf die Folter spannen, so lange jetzt hinziehen. Wieso ist jetzt auf einmal alles rot geworden hier? War doch gerade noch nicht. Hä? Okay. Mhm. So löse ich auch meine Tickets immer in der Bahn. Ich haue erstmal vor den Kasten. Hölle auf dem Mars, Kampf. Yeah! Jawohl, sehr schön. Also wie gesagt, Elitewachen haben wir alle, Felddrohne ein, haben auch gefunden, Agentenzellen, Runenprüfung haben wir beide. Wie gesagt, zwei Extras fehlen uns noch, das wäre der Roboter gewesen und noch etwas. Aber wir haben alle Herausforderungen soweit geschafft, Alter, wie geil. Yeah! So, weiter geht's. Ich bin sehr gespannt. Ich lasse mich überraschen, wo es jetzt hingeht. Du weißt jetzt, wo sich Olivias Privatbüro im Lazarus-Komplex befindet. Dort begann die Invasion. Du musst allerdings erst durch den Komplex für fortgeschrittene Forschung, um in den Lazarus-Komplex zu gelangen. Nutze die Werkzeuge, die du unterwegs findest. Unterwegs, vor allen Dingen, unterwegs findest. So. Drücke X zum Fortfahren. Eine bessere Zukunft. Wir nähern uns dem UAC-Komplex für fortgeschrittene Forschung. Zeit, dass wir uns persönlich kennenlernen. Mhm. Mein Büro ist im zweiten Stock. Sein Büro ist im zweiten Stock. Station B, mhm. Eingehen, Terminal 7, fortgeschrittene Forschung, mhm.
Transfer zu Station C Lobby, Unternehmensbereich, Ankunftsvorgang, Unternehmensverwaltung, Konferenzräume, Leitungsbereich, Forschungsabteilung, Robotik, Teleportationsforschung, Technik für Luft- und Raumfahrt, Lazarus-Transfer. Ah ja. Das war eine schöne Zugfahrt. Ich habe so ein bisschen so die Gedächtnis-Half-Life-Zugfahrt. Boah, wie der mir auf den Sack geht. Das ist wahrscheinlich der Endgegner oder so. Der versucht die wahrscheinlich am Ende des Spiels voll zu labern. Guck mal, noch niemals Rolltreppen haben die hier. Und für eine Armutsfirma. So. Bleiben Sie standhaft. Die UNC braucht Ihren Glauben. Wo kommst du denn her? Hör auf damit! Gisela! Du machst mich verrückt! Bam! Gisela, du geiles Stück! Oh, guck mal! Yeah! Cool! Können wir gleich die Säge nochmal ausprobieren? Vielleicht bei Gisela? Oh Mist, wir sehen uns noch niemals im Spiegel. Wie gemein. Oh, Toiletten. Was ist denn? Was steht hier? Ah, hier hat schon jemand ein paar Formeln an die Wand geschrieben. Da läuft ja gar kein Wasser. Erstmal alle Toiletten benutzen. ihr spritzt raus. Spritz, 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 spritz. So. Sprit, Sprit. Ich habe schon jemanden gehört. Warte. Einmal, zweimal, dreimal. Huch, was ist denn? Sollte man den kennen? Das ist Darmklo übrigens. Man sieht's auch an der roten Farbe. Entschuldigung, der war... Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Guck mal, der will da rein. So ein bisschen wie bei Outlast, mit dem Kopf vor die Tür. Falls ihr euch noch dran entsinnen könnt. Ich hätte gern ein Zimmer. Für 2 Nächte. Ja, mit all inklusiv, geht das? Ist das möglich? Ah, soll ich hier mein Gepäck hier aufs Band legen? Ja, es ist ein bisschen schmutzig. Können Sie mal die Putzfrau rufen? Hallo, Freunde. Ciao. Guck mal hier. Der Reiseveranstalter hat angerufen. Es wird heute regnerisch. Sehr schön, Abriegelung aufgehoben. Das heißt, wir können hier... Sehr schön, ein neues Upgrade. Der Witz war aber ganz weit unten. Ja, ich weiß. So. So, und jetzt machen wir natürlich... Was habe ich gesagt? Rüstung, ne? Ja, machen wir mal Rüstung. So. Ich habe immer das... Ich will immer looten. Ich bin noch so geschädigt von Fallout. Weil ich im Fallout-Rausch noch bin. So, ciao. Geh weg. Du hast einen Mundgeruch. Du stinkst nach Maggi. Hab ich dir gesagt. Guck mal hier, für dich. So. Hat sich denn jetzt noch irgendwas anderes geöffnet? Wie kommen wir denn... Kommen wir hier irgendwie rein? Wie kommt man denn hier rein? Die Tür ist auch noch zu.
Ich frage mich, wie man in solche Türen reinkommt, weil da leuchtet auch was. Ist man, also da kommt man, irgendwie kommt man da rein. David Vago? Pat... Was? Pat Duffy? Stellt mal bitte bei Pat Duffy bitte mal die ersten beiden Buchstaben um, ja? Also das D nach vorne und das P bei, ja. Dann wird es Dad Puffy heißen. Nicholas Dunbeck. Kevin Cloud. Guck mal, Kevin Cloud. Kevin, du Klaus. Guck mal, Kevin Cloud. Aha. So, Jason Martin. Aha. Gewinner der Service-Auszeichnung. Aha. Leiter der Produktionsführung. Steven Stefan. Kane. Oh, okay. Was? Brian Young? Ah, der sieht nicht mehr so jung aus. Dr. Samuel Hayden. Das ist Hayden? Das ist Samuel Hayden? Warum ist der ein Roboter jetzt? Aha. USA... Was? USA Y Choi? Hä? John R. Rainman? Mhm. Leiter der Industrietechnik. Sie sind die besten und klügsten Köpfe, die ergebensten Mitglieder des USC-Glaubens. Ja. Sie haben sich das Innerste des USC-Glaubens zu einem gemacht. Eine Welt der Macht. Garrett Hole. Komm mal hier. Garrett Hole ist auch dabei. Arbeit und Hingabe haben ihnen einen Platz in der Halle der Helden angebracht. Mhm. Sie alles dafür, dass unser Schicksal wahr wird, arbeiten sie noch härter und vielleicht schaffen auch sie es auf die Wand der Helden. Mhm. Wand der Helden vor allen Dingen. Ciao. Hallo. Hallo. Wo kommt er denn her? Ciao. Weg mit dir. Du hast Mundgeruch, immer noch. Und ab und zu laden noch... Anwärter und ohne Gläubige ist unser Glaube nichts. Ohne sie können wir unsere Arbeit nicht fortführen. Und was für Arbeiten sind das, Olivia? Ich habe seit Monaten keinen Bericht mehr von deinem Team erhalten, oder? Ich hoffe, du kannst Abstand wahren und die Situation kontrollieren. Natürlich. Ich glaube an unsere Arbeit. Aber um Fortschritte zu erzielen, müssen wir noch größere Opfer bringen. Das ist kein Fortschritt, das ist Irrsinn. Der Vorstand hat Verständnis für die spezielle Art von Arbeit, die du hier vorantreibst. Und alle wissen, was diese Opfer für die Menschheit bedeuten. Aber dein Urteilsvermögen ist getrübt. Mhm. So, was? Da war ein Schalter? Wo war ein Schalter? Wo war ein Schalter? Wo? Wann aktualisierst du die Talerliste wieder? Wo war dein Schalter hier? Wo war denn bitte ein Schalter? Wo war ein Schalter? Wo war ein Schalter? Habe ich einen Schalter übersehen? Wo war der Schalter? Wo war der Schalter? Wann ich die Talerliste... Ach, guck mal an! Wie gemein. Die Talerliste. Wann aktualisiere ich die wieder? Ich will noch mal überlegen, ob ich die heute aktualisiere, also auf Null setze. Um mal so ein bisschen zu gucken. Eventuell... Ja, ich bin so ein bisschen was am Überlegen, was ich mache damit. Vielleicht das heute schon mal ausprobieren. Wo war denn ein Schalter? Ich sehe keinen Schalter. Ich habe keinen Schalter gesehen. Eventuell bin ich heute am Überlegen, es zu aktualisieren. Also gleich... Ach, guck mal. So, neuer Codex-Antrag. Und hier ist ein Knöpfchen. Da geht da hinten die Tür auf. Ich schau mal, ob die andere Tür aufgegangen ist. Es wird schon wieder rot. Ich weiß nicht, warum. Was haben wir da oben? Was steht da? Konferenzraumbüros. Ja, da hinten laufen schon die Dämonen rum. Rechts an der Tür. Ja, welche Tür? Hier sind so viele Türen. Okay, die Tür ist immer noch zu. Was brauche ich denn hier? Bereichsablegung aktiviert. Lokale Sicherung. Bereichsablegung aktiv. Bereichsregelung zur Sicherheit des USA-Personal. Freigabe folgt durch Personal der Sicherheit.
Mit gelben oder höheren Zugriff. Okay. Wo du rein wolltest. Ach, du meinst hier das Ding. Das ist Lebensenergie. Da kann ich nichts machen. Das ist Lebensenergie, weil ich volle Lebensenergie habe. So. So, weiter geht's. Hier ist nichts. Nichts, nichts. Sonst haben wir alles, ne? Okay. Ciao. Jetzt geht's wieder zur Sache. Oder? Texas Chainsaw Massacre! Massacre! What up? Yeah! Du hast doch was in der Brust! Das war meine Säge! Mein Name ist Leatherface! Ach, guck mal an. Ja. Ich hab Hunger auf Schnitzel. Mehr noch. Schnitzel, mein Freund. Schnitzel. Bam. Du hast da was im Rücken. Du auch. Huch. So. Ich glaube, es war mit denen war es das gewesen. Wenn ich jetzt hier das Dings erledige, dann spawnen wieder die, Dämonen. Was habe ich denn? Geh weg, lass das. So. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Yeah! Survival! Weg mit dir! Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ah, hier. Guck mal, Gisela ist auch da hinten, hab ich schon gesehen. Kann ich Gisela... Ah, geht nicht. Nicht genügend Treibstoff. Da brauchen wir mehr, okay. Guck mal, Gisela. Ess auf! Genug dafür, jedermann! Oh, hallo Gisela. Gisela Version 2.0. Aua, lass das. Das tut weh. Gisela, iss auf. Dein eigenes Herz. Das schmeckt gut für die Leber. Oh, ciao. Ja! Und du geh weg. Du bist so hässlich. Uah, ich bin gleich schon wieder tot. Oder? Nee, doch nicht. Lass mich, habe ich dir gesagt, meine Güte. Ich habe dir gesagt, lass mich in Ruhe. Bam. Yeah! Doom! So. Bisschen Action hier aufbauen. Oh, okay, okay. Yeah! Ach, die Alte ist auch schon wieder da. Bis. Uah, oh Gott. Weg mit dir! In die Hölle! Der Schlechter ist da, der Schlechter von Bottrop. So, ciao. Wo ist die Trulla? Ah, da, guck mal, da ist auch noch jemand. So, ciao. Lalalala, ich muss mal eben mich umgucken. Wie viele Revenants sind das denn? Alter, wollt ihr mich verarschen? Bam, guck mal, das mache ich mit dir. Und das mache ich auch gleich mit deinem Bruder. Ja, wenn ich mit dir fertig bin, dann fahrt ihr alle zur Hölle. Und deine Mama hole ich mir auch noch, wenn ich mit dir fertig bin. So, bam. Und einer nach dem anderen kriegt die auf die Schnauze, habe ich gesagt. So, jetzt noch mal Ruhe hier im Karton. Meine Güte. Wird Zeit für euch zu sterben, Höllenbrut. So.
Du, dir fehlt ein Kopf. So. Ja! Gott sei Dank. Alter Schwede. Uah, das war's. Huh. Erstmal ein bisschen Muni sammeln, bisschen leben, bisschen runterfahren wieder. Uah, so. So, warte mal. Was? Du kommst meine Sägen? Nee, ich gamble immer nimmer, verliere immer nur. Ja gut, das kommt immer drauf an. Das, was? Das Teil sieht aus wie Frikadella. Ja, Frikadella! Frikadella, stimmt. Aber wenn alle Punkte auf 0 gesetzt werden, kann ich sie auch verzocken. Kannst du auch machen, stimmt. Was? Ja, der schlechte Ausbautrupp. Schlechte. Wieso der schlechte? Wieso das denn? Der schlechte Ausbautrupp. Der schlechter. So, sonst habe ich alles hier. Ja, habe ich alles. Ich glaube, Leben habe ich auch. Hier ist nochmal ein bisschen Muni. Natürlich, das geht nicht kaputt. Egal mit welcher Waffe wahrscheinlich. Ist klar. Tolles Glas, was sich wieder repariert. Ist ja in der Zukunft wahrscheinlich so. So ein Glas hätte ich auch gerne für meine Windschutzscheibe fürs Auto. Ein Glas, was sich automatisch repariert. Ich gehe gleich nochmal unten gucken. Ich gucke nochmal eben die Etage hier wegen Munition. Hier ist nochmal ein bisschen Rüstung. Nehmen wir mit. So. Sonst haben wir hier alles abgegrast. Dann gehe ich die nächste Etage jetzt erstmal runter. So. Ist ja wie so ein Rundell. Ach, guck mal an, da hinten. Hätten wir gut gebrauchen können. Das sehe ich immer so spät. Das taucht immer irgendwo x-beliebig auf. Na toll, was wäre das gewesen? Berserker, ne? Ja, toll, super. Hey, ich kann es gegen die Wand hauen. Ja, vielleicht komme ich irgendwann wo durch. Vielleicht cheate ich mich irgendwo durch. Na super. Da ist nochmal Muni. Ah, mal voll. Okay. Raketenmunition ist voll. Ja! Kann ich das Glas wenigstens hauen? Nein, kann ich nicht. Ich dachte, das geht jetzt. So, da geht's jetzt weiter. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge auf YouTube gehen wir dort rein und, ja, dann schaltest du wieder ein in der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao!